Gebt dem Video bitte ein Like, ein Abo wäre auch super nett und schreibt mir einen netten Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Ja, aber ich wollte auch meinen aufnehmen, deswegen meinen wir zusammen. Du, warte, warte nochmal von vorne, was? Ich habe gesagt, ich will das meinen auch aufnehmen, deswegen meinen wir jetzt zusammen. Das ist gar keine Ach andere so. Wahl. Ja, von mir aus, dann geh doch meinen. Also, ich weiß, so also war das jetzt so gemeint, dass du mit bei mir meinen möchtest. Nein. So. Ja, das ist doch kein Problem. Dann nimm deine Bio ruhig mit zum meinen. Ich habe da kein Problem. Ich würd's, also, wie gesagt, geh ruhig unter Tage jetzt. Bin dabei. Ist das Lucky irgendwie ein besonderer Buff? Der blaue Mond. Aber hält die Blumen. Achso, na, wir müssen noch warten, bis es Nacht ist. Vorher lohnt sich's nicht. Ja, du bekommst dann halt Luck 1 verpasst. O unabhängig davon, was du halt für ein Tool und sowas hast. Das heißt, es lohnt sich da dann natürlich besonders mal hinzugehen. Und solltest du beispielsweise Luck 3 haben, stack das, glaube ich, hoch. Dann hast du in Anführungszeichen Luck 4. Zumindest as far as I know. Weißt du, Okay. Angaben immer ohne Gewähr. Wo bin ich denn? Höhe 45. Aber irgendwas habt ihr doch. Da ist doch irgendwas anders, ey. So schnell wie die Werkzeuge auch kaputt sind. Also was mir aufgefallen ist, dass sie die Spawn-Zone von Diamonds angepasst haben. Diamonds sind ja im All the Mods 8, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin, spawnen die von ungefähr, also noch so wie vorher, mehr oder weniger, von 12 bis 0 runter, also bis minus runter. Jetzt ist es aber so, dass du sie erst ab 0 überhaupt finden kannst. Und das war vorher nicht so. Hat mich auch ein bisschen gekostet, also das hat mich auch ein bisschen gekostet, bis ich das bemerkt habe. Das war ein bisschen sad, weil ich bin die ganze Zeit so bei Ebene 11 rumgedümpelt, weil ich da immer so die besten Erfolge mit Diamonds hatte. Und auf einmal geht das nicht mehr. Und ich wundere mich, warum ich nichts finde. Ich hab Du kannst Wasser aber Virtual technisch gefunden. sonst auch nachgucken, also damit dir nicht dasselbe passiert wie mir. Das kann ich nachgucken. Virtual, also du kannst, wenn du die Erze nachguckst, also die Iron Ore, dann zeigt es dir beispielsweise da die Virtual an, wo es wie häufig ungefähr spawnt. Geht halt mit allem, also mit allem, was du ursprünglich meinen kannst. Kannst alles nachgucken, also auch bei Diamond Ore und so. Es muss halt bloß immer das Erz auswählen und nicht die Krass. verarbeitete Variante. Ist ja aber Iron Ore ist ja relativ weit oben zu finden. Na, relativ, also auf jeden Fall im Plusbereich. Im Minusbereich findest du es dann erst auf Deep Slate Level wieder. Umso, ja genau, und wenn du einen hohen Berg hast, dann findest du dort richtig viel. Deswegen hohe Berge sind eigentlich auch immer geil, wenn man Iron farmen möchte, weil du kriegst dort viel Iron und Kohle. Das ist vor allen Dingen eigentlich so am Start geil. Also einer der Gründe, warum ich normalerweise an hohen Bergen gerne meine erste. Oh mein Gott, das war ein Bug. Schade. Salvak. Na, wegen dem Blue Moon, dass der Rises und jetzt schon wieder vorbei ist. Das war wahrscheinlich einfach ein Bug, weil die Nacht war schon vorbei in dem Moment, wo die Nachricht kam. Und jetzt ist halt Tag und wir haben den Luck-Buff auch nie bekommen gehabt. Ärgerlich, ärgerlich, aber es ist, was es ist. Grundsätzlich empfiehlt sich es aber auch am Anfang halt erstmal für klassisch den Diamanten halt zu gehen, ne? Für den Fall, dass du dir unschlüssig bist. Diamanten eröffnet dir halt gefühlt in jedem Mod immer die Tür, warum auch immer sich das irgendwie so eingependelt hat. Ich glaube, ich muss aber woanders dann meinen. Ich habe hier überall Wasser bei mir. Habe ich bei mir aber auch. Und Jonas hat sich darüber auch schon beschwert. Ich habe so das Gefühl, dass das so ein neues Common-Ding ist mit Terralith. Ja, das macht hier keinen Sinn. Die Frage ist, kann man Wasser untergraben? Das ist eine interessante Frage. Theoretisch ja. Kann man Wasser untergraben? Finde ich gut. Du bist gerade jetzt schon am Recorden, ne? Ich kann es nicht untergraben, tatsächlich. Sag mir noch mal, dass ich dich ignoriere, ey. Ja, doch. Ach, okay. Okay. Hab's ja Okay. verstanden. Gummi. Oh Gott. Aber für was soll ich denn Gummi geben? Weiß ich nicht.
für Ich irgendwas will, dass nach du die Wirtschaft. erste Maschine gleich fertig hast. Die erste Maschine gleich fertig ist, sagt er. Dazu müsste ich selber erstmal Aufnahme drücken. Ich hab meine letzte Episode so beendet, dass ich gesagt habe, dass ich erstmal ein bisschen den Shit ranhole, damit wir es bauen können. Das tue ich gerade. Wobei ich wahrscheinlich theoretisch genug haben müsste. So rein theoretisch, würde ich sagen. Osmium. Irgendjemand hat gesagt, Osmium ist wichtig wegen. Ich habe gesagt, dass Osmium erstmal hilfreich ist für den Anfang. Osmium-Tools sind erstmal ganz praktisch. Weil sie sind halt besser als Eisen und du findest tonnenweise Osmium und kannst damit eh nichts anderes anstellen im Moment, weil halt Mechanism noch nicht drin ist. Ist Holy halt schön, dass shit, wie Osmium viel. in All the Mods schon drin ist. Also in All the Ores. Obwohl es eigentlich nur für Mechanism so wirklich gebraucht wird aktuell. Vor allem direkt mal 54 auf einem Flecken gefunden. Ja, deswegen sage ich ja, find's halt wie Sand am Meer. Und ein Block of Raw aus dem. Was zum Teufel? Na, das findest du ja im Allgemeinen, diese Raw-Dinger von Eisen und sowas auch. Das sind dann immer, das ist immer so, wie als hättest du neuen Erz abgebaut. Du kannst einfach in dein Inventar packen, da kriegst du die neuen Roherze raus. Ist ganz praktisch, würde ich argumentieren wollen. Gott. Okay. Gut, dann brennen wir schon mal etwas Iron. Wo habe ich? Aber brennen wir auch noch. So, zack. Gut, wenn die durchgebrannt sind, dann kann ich mit Maschinen anfangen. Hoffe ich. Zumindest mit so ein paar ersten Maschinen. Auf der anderen Seite, ich. Oh, scheiße, wie teuer war denn eine Sink nochmal? Sink. Wo hast du deine Dias gemacht? Auf welcher Ebene? Oh, da gab es so einen schönen Ausschlag dafür auf der Skala bei der World Gen. Ich glaube minus 40 oder 50? Ich glaube minus 50 war es. Warte, lass mich nochmal gucken. Deep Slate Diamond Ore. Wo ist sie denn? Da. World Gen. Ja, ich bin bei minus 50 rum, bin ich gelaufen. Okay. Theoretisch wäre wahrscheinlich minus 58, also umso tiefer, umso noch besser. Aber da ist immer das Problem, dass dann Bedrock andauernd dir in die Quere kommt und so kannst du halt nicht geradeaus laufen. Plus, dass du auf Höhe 50 auch ab und zu die Chance hast, dass du in irgendwelche Minen reinläufst. Wo man ja an den Wänden auch das ein oder andere Mal Dias sieht. Ich würde nicht empfehlen, in die Höhlen schon reinzugehen, außer du hast ein Schild und vielleicht das ein oder andere Essen, was dich heilen kann, aber sonst grundsätzlich. Ja, ich habe am Spawn meine erste Mine aufgemacht. Da ist direkt Direkt kassiert. Sehr viel schief gelaufen. sehr viel schief gelaufen, weil Kann da ich mir auch vorstellen. direkt untertunnelt alles ist und da sind so komische Caster drin, die einfach mal. Ja, die Necromancer. Wenn du Necromancer siehst, am besten. Also, du kannst dich theoretisch mit anlegen. Die halten nicht so viel aus. Aber die machen richtig viel Schaden. Ich würde dir empfehlen, halte ich erstmal fern von denen. Haben mich Also, einfach ich versuche die auch zu eingefroren. meiden. Permanent. Hatte ich nicht noch Eisen, doch, aber ich mache mir dann direkt eine. Kann es leider nicht einsehen, aber ich bin, glaube ich, auch in dem Playthrough aktuell schon so 8-mal gestorben oder so. Davon nicht alles auf Cam, aber ich glaube 2 oder 3 Mal auch schon auf Cam, also, Ist, was das hier angeht, Es leider. Es ist, ist, was was es ist. ist. Aber wir spielen ja Minecraft grundsätzlich eh immer auf Hard, also harte Grundeinstellung, weil das Game halt sonst einfach viel zu einfach ist. Eine normale Osium-Pick kannst du gar nicht machen. Nee, das war genau, weil Mechanismus nicht drin ist. Es geht nur über Silent Gears. Wobei interessanterweise die von Silent Gears sogar in meinen Augen schlechter ist als die Originale. Weil die von Mechanism hat irgendwie, ich glaube, 1000 Durability, die von Silent Gear nur 550. Vielleicht auch dann mehr Balance nennen, aber. Nee. Balancing in einem All the Mods Pack. Ah! Das ist jetzt ungünstig. Lapis hätte ich.
Oh, das ist jetzt richtig. Jetzt ist mein GG. Noch mal Blumen. Ja, aber diesmal richtig, weil jetzt ist auch Sunset, das heißt, das stimmt. Du müsstest jetzt auch, wenn du E drückst, eigentlich Lackha. Oh, ne, hast du nicht. Also jetzt triggert es mich langsam. Kann es das sein, dass es halt auch wirklich einfach ausgebuggt ist, irgendwie ist den Server erst neu starten müsste. Oder es kommt erst, wenn Knight da steht. Das kann natürlich auch sein. Gucken wir mal. Knight kommt genau jetzt eigentlich. Ach nee, in einer Minute. Hab die Timer nicht mehr ganz im Kopf. Hier noch irgendwo Zuckerrohr. Ich brauche Zuckerrohr. 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 Mach mal Zuckerrohr. Bei Nacht rausgehen hier ist echt Katastrophe. Gehen wir im Blood Moon raus. Das ist eine Katastrophe. Ist einfach in jedem Chunk ungefähr 30 Viecher. Wenn nicht sogar noch mehr. Gefühlt. Das ist immer, also wie gesagt, no shit, wenn unten Blood Moon steht, geh nicht raus. Geh nirgendwo ins Freie. Außer natürlich, du möchtest sterben. Was aufgrund dessen, weil Tor Grey, hier Tombstone ja mit drin ist, auch nicht unrealistisch ist, dass man ab und zu mal sterben möchte. Hi. Ich glaube, dir mal kurz ein bisschen Zuckerrohr. Frechheit. Erstmal direkt abschießen mit einem Feuerball, den ich noch nicht habe. Das ist aber auch so wenig. Ja, ist halt noch nicht nachgewachsen, das braucht halt alles so ein bisschen. Je nachdem, also umso länger man in einem Gebiet wohnt, umso schneller wächst der Shit, ja. Ich würde dir empfehlen, mach dir Botany Pots. Du hast doch bei dir Terrakotta, also du. Ja, aber kein Dings. Zum Durchbrennen brauchst du doch hier Ton. So, na, aber das findest du ja in jedem Wasser. Sonst komm her, ich kann dir gerne einen Stack Lehm geben. Ich habe so viel Lehm. Hier. Zu, ihr kotzt. Fun damit. Ich danke dir. Das Einzige, was ja teuer ist, ist natürlich der Eisen. Ne? Du brauchst halt 5 Eisen für einen so einen Botany Hopper. Weil nur der Botany Pot selber ist ja so Medium, weil dann mussten ja manuell immer abernten. Aber sobald da den Hopper ist, lohnt sich's ja erst. Und am besten dann noch eine Kiste drunter, dann brauchst du dich gar nicht drum scheren. Och, dieser komische Typ hier, was hatte ich jetzt eigentlich vor? Da sind wir lost. Das kann ich dir auch nicht sagen, was du vorhast. Da bin ich raus. Aber grundsätzlich kannst du eigentlich immer nichts falsch machen, wenn du meinen gehst. Vor allen Dingen nicht jetzt, wenn du Lack hast. Habe halt gerade kein Tool mehr. Aber ich brauche mal gerade schnell eine Eisenpick. Ich glaube, Eisen habe ich noch. Eisen habe ich noch. Mal, kann ich eigentlich? Vielleicht geht das nur, ich sehe es nicht. Warte mal, jetzt müssen wir ganz kurz was probieren hier. Wenn das geht, wäre natürlich nice. Warte mal so. Oh mein Gott, das geht dann wirklich. Was hast du jetzt schon wieder von Heck rausgefunden? Ich habe jetzt einfach meine Pickaxe zu Diamond hochgewertet. Ich dachte, ich muss sie komplett neu craften. Theoretisch kannst du, wenn du möchtest, meine alte Pickaxe haben mit Osmium. Nein, ich will mir das selbst machen. Ja, dann mach's dir halt selber. Ich mach's mir selber. Mein Gott, ey. Ich habe eh keinen Flint mehr. Das heißt, ich hätte jetzt sie eh nicht geben können. Ich habe keinen Flint mehr. Das heißt, ich kann mir nicht das komplette Ding erstellen. Was hast denn du jetzt eigentlich für ein Mining Speed? Du hast ein Mining Speed 8. Und die Osmium hat 10. Ist ja eine Frechheit. Wow, das ist langsam, das hätte ich nicht gedacht. Aber hält natürlich viel mehr aus. Die Frage ist, mit was muss ich es denn reparieren? Safe mit Diamond. Ja, wenn ihr einen Diamantkopf hat. Ja, man kann ja noch hoffen. Ja, aber eigentlich sollte ich das machen. Eigentlich sollte ich das schon machen, oder? I'm unsure about that. Ja, komm, scheiß drauf. Schade, YOLO kurz und so. Hoffnung. Kurz Hoffnung, dann ist es dieses komische.
Prosperity. Gut, das brauchen wir später auch noch. Gut, nee, das machen wir mal nicht. Für das gute Mystical Agriculture hast du damit schon angefangen? Ja. Tier 5 sieht schon durch. Ha! Du Witzbold. Also ich glaube, hätte ich heute den ganzen Tag gezockt, ne? Also hätte ich heute wirklich den ganzen Tag durchgezogen. Ich glaube, dann hätte ich vielleicht jetzt mein erstes Rüstungsteil mit zu Premium. Vielleicht. Aber da hätte ich halt auch, wie gesagt, heute Morgen von 8 bis jetzt wahrscheinlich durchziehen müssen. Damit ich schon genug Gelumpe davon gesammelt hätte jetzt, ne? Und auch die ganzen Farben und Terrakotta und all sowas. Also, huh. Wäre schon stolz gewesen. Gehen die Fackeln aus. Nicht dein Ernst. Was war das? Was war was? Bord von Silent Gear. So, Höhe 50. Dann machen wir doch einfach mal Strip Mining hier. Lol. Lol. Jetzt ist im Übrigen auch der Lackbuff drauf. Also ja, das ist der richtige Blumen. Hier sind Lamas, die gerade einen Round bespucken, um ihn zu töten. Witzig. Mehr Gravel, Flint. Die Wandering Trader, die Lamas lassen auch Leder fallen. Das ist ja Win. Ich bräuchte da irgendwie einen Shortcut für dieses Mining-Zeug, so. Ja, ich hab das schon mal Ach, nicht. du meinst hier Ultimine oder was? Ja, das Kannst. Wechseln von Shapeless zu. Da kannst du ja theoretisch in Option, also das werde ich jetzt nicht in der Episode machen, aber kannst ja theoretisch danach mal unter Optionen halt gucken. Die sind ja alphabetisch geordnet nochmal, das heißt, Ultimine müsste ja eigentlich irgendwo ganz unten stehen. In der Theorie, versteht sich. Oh, anscheinend kann ich das doch noch mit Osmium reparieren. Das ist ja interessant. Direkt die Cheater-Beleidigung einmal wieder direkt reingedrückt. Da sind Diamonds. Ach, diese Exchanger gibt's Eine auch ersten wenigstens. Dias. Schauen wir mal, wie viele. Was kostest du denn, ey? Ganz schön teuer, mein Freund. Das ist ganz schön teuer. Drei. Ernsthaft. Drei. Aber sind das denn 4000 Uses oder 4000 Block? Weil wenn das 4000 Blocks sind, ist das ja nichts. Aber gut, dann habe ich die ersten Dias und würde hier einen Cut Herzlichen setzen. Glückwunsch! Danke, Cut, 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 Cut und Tschüss.